Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich mal nicht alleine, sondern habe einen Gast bei mir. Und zwar die Vicky vom Kanal Vicky Lash. Und Hi. Ihr könnt uns echt bei ihr super tolle Make-up sehen. Unter anderem das, was ich gerade trage. Denn wir haben einen einfachen Tages-Make-up-Look geschminkt, den man schnell schminken kann für Schule, Uni und so weiter. Und den werde ich euch einfach nochmal, das Video bzw. den Link und so weiter findet ihr unten in der Infobox und nochmal am Ende verlinkt. Und ja, jetzt haben wir für euch jeweils meine Top 5 und ihre Top 5 DM-Favoriten. DM-Produkte, ja. Genau, denn ihr schaut ja eh so gerne DM-Hauls, deswegen habe ich mir gedacht, wir zeigen euch einfach mal unsere ganzjährigen Favoriten. Und jetzt höre ich auf mit Quasseln und wir fangen an mit dem Video. Mein erster Favorit ist die Lufos Heilerde 2. Und zwar ist das ein ziemlich feines Pulver, was ihr als Maske auftragen könnt. Also das benutze ich total gern mit Rosenwasser beispielsweise. Das könnt ihr bei Procop kaufen, aber auch mit ganz normalem Wasser einfach zu einer Paste anrühren und im Gesicht auftragen, entweder auf der T-Zone für die Öligen halt oder im ganzen Gesicht gleich. Und es soll halt eben bei Akne beispielsweise helfen oder auch generell bei Mitesser zum Beispiel. Wie lange lasst du das dann drauf? Das ist am Anfang so dunkelgrün, so ein richtiges Matschgrün und das wird dann hell. Und dann merkt man sowieso, man kann sich nicht mehr bewegen. Okay, wenn es dann so richtig einfriert, das Gesicht, dann waschst du es halt runter. Dann darfst du gar nicht mehr lachen, weil dann bröselst du alles voll. Das muss ich mal probieren, das ist cool, ja. Echt super. Und ich habe das in der Apotheke zwar gekauft, aber ich habe jetzt schon von einem Mädchen gehört, dass es jetzt schon bei DM auch erhältlich sein soll. Also schaut euch das unbedingt mal an, weil für den Preis ist das echt Wahnsinn. Was kostet es? Das blende ich hier mal ein, wie viel das kostet. Ja, ja, zu jedem Produkt, damit ihr Bescheid wisst. Mein erster Favorit von DM ist eine Haarpflegelinie. Und zwar ist es die Balea Vanille und Mandelöl Haarpflegeserie. Für beanspruchtes und geschädigtes Haar ist jetzt gerade bei mir wirklich, wirklich notwendig gewesen. Ich habe im Sommer meine Haare gebleicht, also sind jetzt blond, weil ich war mal so dunkel wie die Viviane und jetzt sind die halt echt blond. Und da habe ich echt mal nach einer Linie gesucht, die wirklich meine Haare auch wieder pflegt. Und da bin ich auf die gestoßen und da sind keine Silikone drinnen. Die ist echt wirklich der Hammer. Und da habe ich eben Shampoo, Pflegespülung und die Haarmaske, die verwende ich dann so einmal in der Woche. Und macht die Haare, also ich gebe das wirklich so überall komplett rein, lasse es 10 Minuten drinnen und die Haarmaske ist echt ein Traum. Wirklich? Riecht das auch gut? Ja, du kannst es gerne riechen. Ja, das liebe ich am meisten, wenn es gut riecht. Mandelvanille. Ja, voll. Mandelvanille. Das ist aber jetzt auch voll weihnachtlich mit dem Vanille. Stimmt, ja, weihnachtlich passt eigentlich. Super. Ja, ich habe es im Sommer gekauft, aber gerade jetzt im Winter wird es wahrscheinlich dann noch leckerer sein. Mein Haarfavorit vom DM. Mein zweites Produkt ist der Maybelline Gel Eyeliner. Gel Eyeliner in 01 Black, also ein ganz normaler Schwarzton. Ich glaube, den hast du bei mir eh auch verwendet, gell? Also, bester Gel Eyeliner. Mag ich auch total. Ich kann nämlich, ich persönlich, tue mir sau schwer mit die flüssigen. Und deswegen ist das perfekt. Ja, das, wirklich ein genau, und das verbrennt nicht so stark oder so, es hält wirklich super lang. Und deswegen ist das mein Favorit. Gut, mein zweiter Favorit von DM ist diese Pflegecreme hier. Also Leute, die auf meinem Kanal reinschauen, werden diese Creme bei jedem Video sehen. Weil das ist einfach meine absolute Lieblingscreme. Das ist die CD Feuchtigkeitscreme mit Vaseline-Extrakt. Und ich verwende jetzt, glaube ich, schon das 6. Jahr. Und also alle 2 Monate brauche ich so einen Titel. Echt? Mein Freund verwendet sie auch. Ja. Ja. Also das ist so eine Sharing-Feuchtigkeitscreme. Nein, perfekt. Gerade für unters Make-up oder am Abend dann nach der Reinigung. Ich verwende die wirklich die ganze Zeit und meine Haut dankt mir. Also die ist echt, ich habe es bei dir auch verwendet heute unter Make-up. Und du wirst sehen, das wird wirklich die ganze, also den ganzen Tag halten. Weil das echt so pflegend ist. Das muss ich mal auch unbedingt anschauen. Genialer Tipp, also von DM, schaut es dorthin, probiert es mal aus. Ist auch sehr, sehr günstig, ich glaube, die kostet unter 5 Euro. Die müsst ihr unbedingt ausprobieren. Mein Favorit! Mein nächster Favorit ist dieses gute Stück hier von Garnier, die der Augen-Make-up-Entferner 2 in 1 in Waterproof. Ich brauche nämlich ständig einen wasserfesten Augen-Make-up-Entferner, weil ich eigentlich nur wasserfeste Wimperntusche verwenden kann, weil ich eben so total dünne Härchen habe und die mir schön die, mit der Zange, ne?
Was willst du damit machen? Ich will die hoch, die mit der Zange, die Wimpern. Ja, raufdrehen halt. Ja. Okay. Also ich drehe mir meine Wimpern immer rauf mit einer Wimpernzange und dann verwende ich halt eben eine wasserfeste Wimperndusche, die zeige ich euch eh auch gleich. Aber da brauche ich dann halt eben einen Waterproof, also wasserfesten Augen-Make-up-Entferner und den habe ich mir jetzt auch schon nachgekauft, weil ich den total liebe und kann ich euch wärmstens empfehlen. Mein nächster DM-Favorit ist von Essence und zwar der Sun Club Bronzer. Das ist ein mattes Gesichtspuder, also ein matter Bronzer, den ich ständig verwende. Und das Coole ist, dass der wirklich zu vielen Hauttönen passt. Das heißt, ich habe den ziemlich oft in Verwendung, Viviane hat den auch gerade oben. Und der ist wirklich nur dafür da, dass man so ein bisschen Wärme ins Gesicht reinbringt, so unter dem Wangenknochen, ein bisschen an den Schläfen, entlang der Kinnlinie. Der ist wirklich, wirklich genial. Ist echt ein wunderschöner Bronzer. Nicht zu verwechseln mit einem Konturenpuder. Das ist ein bisschen dünker noch und ein bisschen kälter. Also das ist wirklich nur so, um dem Gesicht so ein bisschen Strahlkraft, ein bisschen Wärme zu geben. Und das ist mein Favorit. Ich glaube, das ist jetzt schon der 7. den ich habe. Echt? Ja, ich kaufe den ganze Zeit nach. Aber der riecht auch noch verdammt. Ja, stimmt, genau. Stimmt. So ein Kokos. Genau. Riecht nach Kokos. Deswegen auch schon die Palme drauf. Das ist so ein richtiges, das ist so ein Sommerfeeling wieder, ja. Richtig, richtig gut. Mag ich auch, habe ich auch. Mein nächstes Produkt sind einfach generell diese Superstay 24 Color Maybelline Lippenstifte oder wie nennt man das sonst? Ja, eher, oder? Ja. Weil die halt zu flüssig sind. Aber ganz besonders habe ich den hier gern in der Farbe 730 Timeless Brown. Denn ihr wisst ja Bescheid, Kylie Jenner und ich sind so, ne? Aber ja, das ist halt einfach total das perfekte Braun dafür. Und kann man sowohl im Sommer als auch jetzt in der dünkleren Jahreszeit super tragen. Und vor allem, weil die sind ja ein bisschen austrocknet, wie ich finde, ist das Tolle dran, dass hier noch so ein bisschen lecker, schön braun, aber auf jeden Fall so ein Pflegestift hinten dran ist, damit man die Lippen einfach noch so ein bisschen mit Feuchtigkeit versorgt. Und der gehört darüber, dass der Lippenstift halt nicht so anfängt zu bröseln. Also wenn der mal drauf ist, muss der ja so richtig trocknen, damit der auch hält. Mhm. Und wenn du das dann drüber gibst, bleibt das ewig lang geschmeidig. Also ich verstehe, genau, dass das mein Favorit ist. Mag ich auch total gern, ja. Also ich habe die immer bei Hochzeiten, bei Bräuten und so, ja. Da ich das immer. Die kriegen all diese 24 Stunden Maybelline. Lippenstifte, die sind super, ja. Mag ich auch total. Den habe ich eben noch in diesem 175 extrem Fuchsia, aber das ist mal teilweise zu grell, also das ist dann schon heftig. Ja. Mein nächster Favorit von DM ist von Balea, dieses Creme-Peeling mit Aprikosen-Kernöl und das ist ein verfeinerndes Hautpeeling. Mir ist es total wichtig, dass ich immer Peeling verwende, weil dadurch die Haut wirklich ganz fein wird. Ich mache das sicher 2 bis 3 Mal die Woche sogar, wirklich nur ganz vorsichtig, am besten auch in der Dusche gleich nach dem Reinigen. Einfach mit dem Peeling nochmal die Haut wirklich von abgestorbenen Hautzellen befreien, weil dadurch wird halt auch das Make-up viel schöner. Ja? Also die Haut kriegt von Haus aus schon so eine Strahlkraft und das Make-up wird viel schöner. Also wirklich richtig fein. Ja. Und da ist halt das von Balea war halt mein Favorit oder ist nach wie vor mein Favorit, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal nachgekauft, weil es für mich am besten funktioniert. Ist einfach das schönste Peeling. Und mein letzter Favorit ist das Micellenreinigungswasser von Garnier und das habe ich jetzt schon vielleicht ein halbes Jahr und ist noch immer nicht leer. Und wir haben gerade vorher besprochen, meine Mama und sie benutzen das als komplette Reinigung auf ein Wattepad, einfach komplett trägen, genau. Oder? Und dann also alles wirklich zum Abschminken, das ist, ja. Funktioniert dann wirklich gut. Ich mache das immer so, ich verwende vorher einen Reinigungsschaum oder sowas in der Art, tu mein Make-up so grob abnehmen und dann noch mit dem noch so vor allem die Ränder, weil ich da halt nicht unbedingt reinkommen, mit die Haare nicht sofort nass und dreckig oder was auch immer werden, benutze ich dann das und fahre nochmal so bei die Ränder oder bei der Nase, wo es auch ziemlich schwer ist, das Make-up abzubekommen oder da im Innenwinkel vom Auge benutze ich das dann total gern und deswegen habe ich noch so viel davon, aber habe es trotzdem total lieben gelernt. Mein letzter Favorit von DM ist von Maybelline das Fit Me Make-up. Das habe ich jetzt sicher schon auch schon seit es rauskommen ist, 3 Jahre, 4 Jahre, irgend sowas. Mhm. Maybelline Fit Me Make-up, das ganz normale Standard. Das ist ja jetzt auch schon eine matte Serie rausgekommen. Aber das finde ich so toll, weil es halt echt so ein dewy Finish gibt. Also so ein richtig glänzendes Finish. Es ist jetzt nicht zu matt und auch nicht
zu Feuchtigkeitsspenden, das ist so richtig mittendrin. Und ich finde das echt toll, man kann es auch ohne Puder verwenden, ich brauche es nicht fixieren, es hält wirklich ewig. Und für meinen Hauttyp ist es auch geeignet, also ich habe recht trockene Haut. Und ja, ich habe das meistens in der Farbe 130, jetzt habe ich das 225 mit, also da bin ich so genau dazwischen, ich mische die auch ganz gern. Das ist mein absolutes Lieblings-Make-up und ich bin so froh, dass man es bei DM bekommt. So, meine Lieben, das war's jetzt mit dem Video und ja, falls ihr auch tolle Favoriten habt von DM, schreibt die bitte unten mal in die Kommentare hinein. Das ist das Nächste, ne? Genau, weil ich experimentiere urgern herum, ja. Ich nehme an, du ja, die ganze Zeit natürlich. Und ich werde mir auch deine mal anschauen, genauer. Und ja, wie gesagt, auf ihrem Gesicht könnt ihr jetzt noch zu unserem anderen Video kommen, wo ihr eben seht, wie sie mir dieses Make-up hier verpasst. Und ansonsten müsst ihr unbedingt mal bei ihr vorbeischauen generell. Die macht so tolle Make-up-Videos, also ich bin echt super begeistert, auch was die Bearbeitung und alles angeht, da haben wir ja auch schon vorher gesprochen. Macht sie echt einen guten Job und hat weitaus mehr Abonnenten verdient, deswegen schaut unbedingt mal vorbei bei ihr. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss! Baba.